Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, die Schaustellerbranche ist Tradition. Sie bereichert unser Leben durch tolle Volksfeste und wir wollen sie unterstützen. Ich will trotzdem einmal hier deutlich machen, worüber wir hier sprechen. Es geht ausschließlich um Betriebe mit Alkoholausschank. Wir reden nicht über alle Schaustellerinnen und Schausteller. Es geht nicht um den Autoscooter oder den Bratwurststand. Wir sind schon lange im Austausch mit den Branchenvertretern, wie wir sie effektiv von Bürokratie entlasten können, im Rahmen des hier geltenden Gaststättengesetzes. Das ist nämlich der wesentliche Punkt, weshalb wir hier nicht mal ebenso wie NRW machen werden. Klar ist das gut für die Schausteller, dass sie in NRW keine Gestattung mehr brauchen. Aber das Bundesgaststättengesetz, das sowohl in NRW als auch hier gilt, schreibt eben die Gestattungspflicht vor. Dieser Pflicht kann unserer rechtlichen Einschätzung nach nicht einfach durch einen Erlass aufgehoben werden. NRW argumentiert mit Verfassungswidrigkeit. Das festzustellen ist aber Aufgabe von Gerichten. Sie haben die seit 50 Jahren geltende Gestattungspflicht aber bisher nie als verfassungswidrig angesehen. Wir als Verwaltung sind nicht in der Position, uns über den Willen des Gesetzgebers hinwegzusetzen. So nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Diese Auffassung haben im Übrigen auch alle anderen Bundesländer, in denen das Bundesgesetz fortgilt. Niemand ist dem Beispiel von NRW gefolgt. Insofern bedanke ich mich für den Antrag der SPD, weil er uns die Gelegenheit gibt, darzustellen, was die Landesregierung schon seit über einem Jahr hier macht und welche Entlastungen wir vorsehen. Denn das Gaststättengesetz bietet uns Möglichkeiten, die Schausteller zu entlasten, und das werden wir tun. Der Erlass ist in der Endabstimmung. Der Schaustellerverband war dabei, eng eingebunden, und fast alle Wünsche konnten erfüllt werden. Die neuen Regelungen bedeuten einen immensen Bürokratieabbau. Wir werden die Möglichkeit schaffen, ein Dauererlaubnis für einen Festplatz zu beantragen. Bisher musste für jede Veranstaltung eine Extragestattung beantragt werden, wenn der Standort auf dem Festplatz sich ändert. Das fällt weg. Konkret heißt das, wenn der Bierstand beim Frühjahrsmarkt auf dem Kieler Wilhelmsplatz rechts vorm Eingang steht und beim Herbstmarkt links vorm Eingang, ist künftig keine separate Erlaubnis notwendig. Oder noch mal konkreter, statt bürokratisch jedes Mal eine Erlaubnis zu beantragen und dafür jedes Mal für eine Veranstaltung 58 Euro zu bezahlen, wird künftig nur eine Dauererlaubnis beantragt, die über Jahre fortgilt und die voraussichtlich zwischen 145 und 175 Euro kosten wird. Eine echte Ersparnis, sowohl bürokratisch als auch im Geldbeutel. Neben Dauererlaubnis... Herr Matzen, ja. Ehe Sie einen neuen Satz anfangen, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Minister. Sie haben jetzt öfter von künftig und zukünftig gesprochen. Können Sie uns bei dem Zeitplan ein bisschen mehr erhellen? Wann geht der Erlass raus? Wann können die Schausteller mit genau diesen Entlastungen rechnen? Das hätte ich in der Tat am Ende meiner Rede gerne aufgeführt, aber jetzt kann ich es natürlich auch jetzt schon verraten. Das wollen wir eigentlich schon nächste Woche rausgeben. Naja, wie Sie alle wissen, ist gute Abstimmung auch ein Thema, das hin und her diskutieren und Punkte und Argumente austauschen, ist nun mal so. Neben dem Dauererlaubnis, ich mag Ihnen gerne den Rest erläutern von dem, was wir tun, es wäre ja schade, wenn Sie auf dem Weihnachtsmarkt nicht Bescheid wissen. Neben dem Dauererlaubnis... Neben dem Dauererlaubnis oder Gestattung brauchen Schausteller auch eine Zuverlässigkeitsprüfung. Die wird künftig ein Jahr gültig sein und muss nicht mehr für jede Veranstaltung neu beantragt werden. Wenn ich als Schausteller ein Dauererlaubnis habe, wie oben beschrieben, brauche ich sogar nur einmalig eine Zuverlässigkeitsprüfung und habe dann für Jahre Ruhe. Wenn ich also jedes Jahr einen Bierstand auf dem Kieler Herbstmarkt, dem Nordenfestival in Schleswig, dem Husumer Hafentage und der Travemünder Woche habe, dann beantrage ich am besten direkt für alle Veranstaltungen jeweils eine Dauererlaubnis und einmalig die Zuverlässigkeitsprüfung. Das lohnt sich vor allem, wenn Schaustellerinnen und Schausteller regelmäßig an wiederkehrenden Veranstaltungen teilnehmen. Das ist oft der Fall, das ist Bürokratieabbau.
Der Schaustellerverband hatte den Wunsch geäußert, dass eine Dauererlaubnis auf die gesamte Stadtgebiet ausgewertet werden kann, weil beispielsweise der Kieler Weihnachtsmarkt mehreren Standorte innerhalb der Stadt hat. Das ist jedoch nicht mit dem Gaststättengesetz vereinbar. Trotzdem sorgt schon der Dauererlaubnis für den konkreten Festplatz für eine deutliche Erleichterung. Eine Forderung des SPC-Antrages, der Veranstalter gesammelt Gestattungen beantragen zu können, würde übrigens vom Schaustellerverband selbst als zu bürokratisch abgelehnt. Das hier mehrfach vorgetragene und aus Ihren Aussagen schriftliche Widerlegte haben wir eben noch mal Rücksprache. Der hier anwesende Mitarbeiter, so wie meine Staatssekretärin, hat im Juni einen Termin im Ministerium gehabt, wo der Schaustellerverband von sich aus gesagt hatte, diese Regelung wäre für Sie zu bürokratisch. Herr Madsen, möchten Sie eine Frage von Herrn Buchholz zulassen? Sehr gerne von Herrn Dr. Buchholz. Herr Minister, ich habe nur eine Nachfrage, ob ich es jetzt richtig verstehe. Das heißt aber auch, dass der Schausteller, wenn er bei der Kieler Woche seinen Stand hier hat und wenn er auf dem Weihnachtsmarkt seinen Stand auf dem Rathausmarkt hat und wenn er zum Flohmarkt irgendwo einen Stand in der Wiek hat, drei verschiedene Genehmigungen braucht und für jeden anderen Standort in Schleswig-Holstein auch jedes Mal für jeden Standort eine einzelne Genehmigung braucht. Habe ich das richtig verstanden? Das haben Sie richtig verstanden, solange es nicht sich um den gleichen Festplatz handelt. Aber er kann jeweils einen Dauerantrag stellen, für den er über Jahre dann letztendlich Ruhe hat. Und er kann mit der gleiche, ja, Sie haben schon die nächste Frage. Sie dürfen aber die Frage erst zu Ende beantworten, Herr Madsen, wenn Sie wollen. Na, ich vermute, dass die zweite Frage, dass meine erste Antwort quasi ist. Nein. Okay, also Herr Buchholz, Sie dürfen, glaube ich, noch mal was fragen. Das so ist. Herr Minister, ja. Stimmen Sie mir darin zu, dass wir dann gemeinsam versuchen sollten, das Bundesgaststättengesetz dahingehend zu ändern, dass eine Genehmigung für mehrere Standorte ausreichend ist, wenn die Zuverlässigkeit und die jeweilige Ortssituation innerhalb eines Bundeslandes geregelt werden kann? Ich stimme Ihnen zu, dass es sicherlich auch auf Bundesebene hier eine Erleichterung geben könnte. Aber gleichzeitig müssen wir ein Verständnis dafür haben, dass wir unterschiedliche Lärmbelästigungen hier haben oder in der Innenstadt oder sonst wo. Und deswegen natürlich auch jeweils immer prüfen müssen. Deswegen finde ich das schon gut zu sagen, haben Sie erstmal hier eine Genehmigung, können Sie die über Jahre behalten, fein, weil es ist ja geprüft worden. Wenn Sie mal sagen, mal hier, mal dort, mal sonst wo, dass das ein unterschiedlicher Prozess ist, ist, glaube ich, nachvollziehbar, weil es hier auch um Lärmschutz geht. So, ich kann Ihnen nur sagen, dass Ihr SPD-Antrag im Sachstand schon lange überholt ist. Die Landesregierung ist gemeinsam mit dem Schaustellerverband schon sehr viel weiter. Insgesamt machen wir mit dem neuen Erlass einen ordentlichen Schritt in Richtung Bürokratieabbau. Das Vorgehen ist ein Paradebeispiel, wie guter Austausch zwischen Regierung und Verbände zu deutlichen Erleichterungen führen kann. Daher. Nein, das ist nicht, nachdem Sie uns auf die Sprünge geholfen haben. Der Prozess läuft ja schon sehr viel länger, wenn, das können Sie ja schon der kleinen Anfrage entnehmen. Also, was ich Ihnen nur sagen kann, vielen lieben Dank an alle Beteiligten, die hier für eine sehr gute Lösung gearbeitet haben. Die Schaustellergewerbe hat keine einfache Zeit. Erst Pandemie, dann steigende Preise. Und trotzdem bereichern Sie uns weiterhin jedes Volksfest mit einem kleinen, kalten Getränk oder auch ein warmes Getränk, aber dabei immer ein warmes Lächeln. Ich möchte zuletzt noch mal kurz auf Herrn Dr. Buchholz eingehen, der eben vorher fragt, ob es denn wirklich sein kann, europarechtlich, dass dann ein dänisches Unternehmen hierher kommen. Ja, in der Tat gibt Europarecht es möglich, dass Inländerdiskriminierung möglich sind. Ich wollte nur sagen, dass es möglich ist. Lieber Lars, dich möchte ich für die herzliche Art und Weise, wie du mich hier aufgenommen hast, auch persönlich bedanken. Und euch allen möchte ich Go Jule und Gott Nüdor wünschen. Danke. Applaus